willkommen, ich bin Nadja Python, Gründerin von Beauty Python, deinem Fachgeschäft für echte Naturkosmetik. Heute zum zweiten Teil von der Sanol Biokosmetik Reihe. Jetzt dürft ihr die Produktion anschauen und ich auch, ich bin schon ganz aufgeregt. Kommt da rein! Das sind die kalkgefressten Öle, die biologisch, was wir beim ersten Teil schon besprochen haben, nicht desideriert. Die sind dann in die Edelstahlbehälter und werden da dann für die Produktion herausgehoben. Wow! Und da werden die Sachen dann in den, auf dem Gasdach, wie ich schon gesagt habe, mit Biogas wird das. Wird das dann schon nicht erwärmt, mit der offenen Flamme, weil die energetisch wertvoller ist. Und dann wird es da gerührt, entweder mit dem Rührer oder mit anderen Rührer. Also eigentlich, also alles einfach von Hand? Ja, also ist Manufaktur, ist wirklich Handarbeit. Ja. Was mir auch wichtig ist, dass die Produkte Zeit haben zum Warmwerden, zum Zusammenwachsen, dass das Ganze nicht nur schnell in einer Prozessmaschine aufgekratzt, zusammengerührt, wieder abgekühlt wird, sondern dass es wirklich auch Zeit hat zum Zusammenwachsen. Genau, also einfach als Info für euch, bei vielen herkömmlichen Produkten ist es so, dass da riesen Maschinen im Werk sind, dass das alles maschinell gemacht wird und durch das verlieren die Produkte natürlich auch an Qualität, weil wie du jetzt gesagt hast, die Produkte werden dann ganz, ganz schnell erhitzt, zusammengeschmolzen und hier wird alles noch ganz langsam in Handarbeit gefertigt, dass eben die Vitamine und die Mineralstoffe und so weiter enthalten bleiben. Mhm. Habe ich das gut zusammengefasst? Das ist ein Rührwerk hier. Das ist ein Rührwerk, also so, cool. Wo man verschiedene Größenmengen machen können. Ansonsten sieht man das wahrscheinlich nicht besonders. Noch ein spannender Punkt, der macht ja kleine Mengen. Das ist auch ein Qualitätsmerkmal. Kleine Mengen. Willst du dazu was sagen? Ja, also die Menge, die wir verwenden, also die wir machen, sind so zwischen 10 und 200 Kilo. Mhm. 200 Kilo ist eher so im Shampoo-Bereich und wenn wir dann mehr brauchen, dann machen wir halt zweimal 200 Kilo oder dreimal diese Mengen. Ich bin davon überzeugt, dass es von der Wirkung her besser ist und ich habe da so im medizinischen Bereich einen Vergleich, wo einer so Extrakte gemacht hat und dann hat er für die erste Dosierung 2-3 Tropfen gebraucht und damit es wirksam ist. Und wo dann die Extraktionsmaschinen immer größer und größer geworden sind, hat man im Endeffekt 10 bis 20 Tropfen braucht. Also ich bin davon überzeugt, dass nicht nur der Wirkstoff das Wesentliche ist, sondern auch die Wirkkraft. Und da ist einfach eine kleinere Menge und mehr Handarbeit bringt einfach mehr positive Energie ins Produkt und dadurch auch mehr Wirkung. Mhm. Sehr schön. Gut. Die Pfannen. Das sind die verschiedenen Töpfe und noch andere Rührwerke, was wir da so haben. So spannend. Und wie wird abgefüllt? Das ist dein eigener Bereich. Was sollen wir da noch zu den Tierölen reinschauen? Gerne. Da sind die Tinkturen und Extrakte. Oh, hier riecht es gut. Schade, dass sie das nicht riecht. Da sind also verschiedene ätherische Öle, was wir da lagern und eben auch die Kräutertinkturen, die wir selber ansetzen, also wo wir selber die Kräuter zum Teil auch selber anbauen jetzt immer mehr oder eben auch die Kräuter von biologischen Bauernhöfen kaufen und dann das Ganze wird dann in diesem Fall mit Alkohol und Wasser extrahiert und dann abgefiltert, damit man es da noch für die Produktion hat. Mhm. Wow. So, und hier sind wir, wo, Martin? Das ist der Apfelbereich. Nachdem du leider nur eine Woche in der Zeit gehabt hast, sieht man nicht besonders viel, was abgefüllt wird. Aber da ist der Bereich, wo dann die Produkte von der Produktion herkommen und da abgefüllt werden mit verschiedenen Maschinen. Kostet es also händisch noch, wo man das Produkt hinhaltet oder die Diele hinhaltet und das Produkt eingefüllt wird. Was bei unseren Chargegriffen einfach auch sinnvoll ist und auch eine schöne Arbeit ist, wenn man das nachher machen kann. Und die Maschine soll nur den Menschen unterstützen. Es ist nicht lustig, wenn man 1000 Shampoo-Flaschen mit der Hand zuschlafen muss, da gibt der Maschine ja Sinn. Und es ist aber sehr wohl gut, wenn man bewusst dabei ist bei der Arbeit und das nachher auch einfach gern macht. Mhm. Und das versucht man alles. Wer arbeitet alles in der Produktion? Also wir sind grundsätzlich in der Firma
wir fünf von der Familie, also meine Frau, die Conny, und meine drei Söhne arbeiten da in der Produktion. Und dann haben wir noch 7 Teilzeitmitarbeiterinnen, die uns eben beim Etikettieren, beim Abfüllen und beim Verpacken und so weiter helfen. Bist du auch in der Produktion? Ich bin nicht mehr viel in der Produktion, ich bin hauptsächlich beim Computer, aber meine Söhne machen das schon ganz soll man sagen, engagiert und gut und haben auch schon sehr viele neue Sachen eingebracht und ja, zwischendrin darf ich ein bisschen mithelfen. Schön, spannend. Hier ein sehr interessanter Ort, Martin, wo sind wir hier? Ja, das ist die Qualitätskontrolle. Da werden die Produkte mikrobiologisch untersucht. Das ist natürlich, wenn man mit Naturprodukten arbeitet, eine sehr große Herausforderung, dass man das mit natürlichen Methoden keimfrei haltet. Das funktioniert bei uns mit Kornbrand und mit anderen Methoden, ätherischen Ölen, je nachdem, und dass man die Rezepte entsprechend macht. Und da wird eben kontrolliert, ob dann wirklich die Rohstoffe, aber speziell auch das Fertigprodukt, wirklich ohne Keime sind, beziehungsweise unter diesen erlaubten Keimgrenzen sind. Und es wird dort auf Agerböden angesetzt und da sieht man dann, das ist dann im Gutkasten drinnen, und da kann man eben dann schauen, dass das möglichst nicht die Keime, kein Keimwachstum drauf ist. Lasst euch das einfach untersuchen. Ist eine Methode, wie es interessanterweise schon ja, eigentlich am Anfang entwickelt worden ist, und so wird es immer noch gemacht mit Agerböden, und so kann man dann schauen, dass die Produkte auch wirklich ohne Keime sind, damit sie dann diese 2 Jahre, die wir normalerweise als Haltbarkeitsdatum haben, auch gut halten, weil natürlich kein verkeimtes Produkt auch der Haut schaden kann. Genau. Und das passiert da. Das ist 32 Grad hier drin jetzt? Das ist 3 Tage lang 32 Grad, das ist die Norm für die Gesamtkeimzahl, und da haben wir noch eine spezielle Geschichte, wo wir säureliebende Lactobakterien suchen, und die arbeiten, also die wachsen bei 25 Grad am besten. Spannend, ja. Gut. Also wird das immer getestet in einem Produkt? Es wird jedes Produkt, also jede Produktionscharge, was wir machen, ja, wird da getestet, ob dass es eben kein, dass keine Keime drin sind. Okay. Das wird standardmäßig mit jedem Produkt gemacht. Ja, sehr spannend. Also auch nochmal der Info für euch, Konservierung ein Riesenthema. Also eben wir, wie Martin Sanol, ich glaube im ersten Teil auch schon gesagt hat, dass ja, ihr arbeitet ja die Konservierung, vielleicht möchtest du da auch noch ein bisschen intensiv eingehen, wie die Konservierung bei den Produkten ist. Ich weiß einfach, dass das ganze, das Konzept so, dass die Produkte so zusammengestellt sind mit den Wirkstoffen, dass sie keine irgendwie synthetischen Konservierungsmittel brauchen, wie zum Beispiel eben Sodiumbenzoate, oder? Genau, ja. Es ist also so, dass wir also es gibt ja diese chemischen Konservierungsmittel, und dann gibt es die naturidenten Konservierungsmittel, wie der Sodiumbenzoat oder so, verschiedene Konservierungsmittel gibt es, die auch in der Biokosmetik erlaubt sind. Mhm. Die verwenden wir nicht, weil es ist eigentlich ein natürliches Molekül, was aber chemisch nachgebaut wird. Mhm. Und wir gehen den Weg, dass wir biologischen Kornbrand, also da wird biologischer Weizen vergoren zu Alkohol, und da braucht man dann relativ geringe Mengen, damit das Produkt keimfrei ist. Natürlich mit dem, dass der Wassergehalt entsprechend niedrig ist, dass also die ganze Verarbeitung entsprechend sauber ist. Und dadurch braucht man diese naturidenten Konservierungsstoffe nicht. Und das ist mir etwas, was ganz wichtig ist. Und das geht eben auch mit feinen Naturstoffen. Und gerade dieser Bio-Kornbrand hat einfach den Vorteil, dass er in der Creme drin eine Wirkung hat, dass er aber auf der Haut dann relativ schnell verdunstet und dort die Hautflora nicht beeinflusst. Gab nochmal ein spannendes Thema, wo ich immer denke, oh Mann, ist sehr anstrengend für mich als, ja, als, wie soll ich jetzt sagen, wenn ich in der Beratung bin, Kornbrand ist Alkohol, und Alkohol ist sehr noch verrufbar. Der Grund ist, Alkohol ist sehr hochwertig, also Alkohol ist eigentlich sehr hochwertig, und es gibt ganz, ganz viele Unterschiede von Alkohol. Vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen, weil das ist ein Riesenthema. Ja, das ist natürlich... Oder vor allem früher hat man sehr häufig diese synthetischen Alkohole verwendet, die was als Erdöl gemacht werden, und die haben eine sehr, sehr starke austrocknende Wirkung. Mhm. Und wenn man dann das bei so klassischerweise Rasierwasser mit einem sehr hohen Prozentsatz synthetischen Alkohol nimmt, ist das sehr austrocknend und sicher nicht gut für die Haut. Bei uns ist der Alkohol ein biologischer Kornbrand, und was da auch noch ein wichtiges Thema ist, die Vergällung vom Alkohol. Also unser Alkohol ist nicht chemisch vergällt und dadurch auch besonders hochwertig. Und wir haben also
Alkoholgehalt bei den allermeisten Produkten, was irgendwo beim guten Wein liegt, also so. Und dadurch haben wir auch keine austrocknende Wirkung auf die Haut. Und ja. Die Qualität des Alkohols ist auch wichtig. Wir verwenden bei uns in der Produktion den Alkohol auch zum Desinfizieren von den Geräten und von unseren Händen. Und da kann das dran stehen. Das ist 70%iger Alkohol. Mit dem sprühen wir uns mehrmals stündlich die Hände ein und es hat keiner ein Problem damit, weil es hochwertig ist. Und in den Produkten ist wesentlich weniger drinnen. Also von dem her finde ich das wesentlich sinnvoller, als wenn man eben also Natriumbenzoat oder sowas, was dann die Bakterien ja stört und auch die Hautflora stören kann, wenn das auf die Haut kommt, finde ich viel besser an Alkohol und der, was ja auch von den Alchemisten schon verwendet worden ist, ist ja auch der Alkohol, das Ätherische, das Geistige, das Nicht-Greifbare, das Nicht-Sehbare, hat dort eigentlich den Alkohol wiedergespiegelt. Also ich finde, der hat schon auch seine Qualitäten, die was wichtig sind. Ja. Und es wird natürlich nur so viel gebraucht wie nötig und bei herkömmlicher Kosmetik wird natürlich auch so viel Konservierungsmittel reingeschmissen, dass einfach auf keinen Fall irgendein Keim wachsen kann, oder? Also das ist ja dann wieder, ja. Ich hoffe, dass wir das gut erklärt, dass es verständlich erklärt wurde. So, ja, das war, also das ist die Produktion von Senol Biokosmetik. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, willst du noch was sagen, Nadi? Ja, es hat mich total gefreut. Fein, dass du gekommen bist, dass du uns besucht hast. Und danke für dein Engagement und danke, dass du so tolle Videos machst. Und ich schaue sie mal wieder gerne an und weiter sagen. Oh, danke dir. Und unbedingt in die Kommentare schreiben, wenn ihr Fragen habt. Martin Senol beantwortet sie euch gerne. Und ja, ich natürlich auch, aber er wird da persönlich auch eure Fragen beantworten. Genau. Okay. Danke. Baba. Gut.